Hallo und herzlich willkommen, Donnerstag Zaubertag und heute wieder aus dem Museum Bellachini mit einem weiteren wunderbaren Exponat. Ich stehe hier in dem Raum, der auch den Frauen gewidmet ist und speziell mit Titelseiten, auf denen Zauberkünstlerinnen abgebildet sind, aber auch im Mittelpunkt steht ein Zauberkasten. Ein ganz spezieller Zauberkasten von Juliana Chen. Zumindest mit ihrem Namen, mit ihrem Konterfei drauf. Wir kennen alle Juliana Chen, großartige Manipulatorin, großartige Zauberkünstlerin. Sie hat 1997 in Dresden auf dem FISSEN-Kongress den ersten Preis in Manipulation gewonnen. Ich war sehr enttäuscht, dass man ihr nicht den Grand Prix gegeben hat. Den hat ein russischer Zauberkünstler bekommen, von dem man nie wieder etwas gehört hat. Nichts gegen seine Kunst, aber naja, gut. Und Juliana Chen ist ja Chinesin und sie hat Verbindung zu Chu's Magic Shop gehabt und hat bereits 1995 einen Zauberkasten herausgegeben unter ihrem Namen, der sehr schön ist. Und ein Video gibt es dazu. Es gibt noch einen zweiten Zauberkasten von ihr. Übrigens hätte ich den beinahe gar nicht gefunden und hatte schon meinen Freund Manfred Klarkofer gebeten, ob er mir sein Exemplar schicken würde. Und er war sofort bereit, sagte, ja, wird es, ich packe den zusammen und schicke ihn dir. Also hier, dann habe ich ihn trotzdem gefunden. Nochmals vielen Dank, Manfred, dass du dir die Mühe gemacht hättest und schon gemacht hattest. Du hattest ihn ja schon verpackt. Und sollte nochmal erwähnen, dass Manfred Klarkofer ein super tolles Zauberkastenmuseum in Wien hat, das man unbedingt gesehen haben muss. So, Juliana Chen hat also ihren Namen für diesen Zauberkasten gegeben. Sie hat auch auf der Videokassette, die in dem Kasten liegt, alle Kunststücke selber vorgeführt, dass man wirklich sieht, dass sie praktisch sind. Das finde ich schon mal sehr schön. Und was nur schade ist, man hat sie synchronisiert. Ihr Englisch ist wahrscheinlich nicht so für allgemein englisch sprechende Menschen schnell verständlich und für Ausländer, die Englisch auch nicht als Hauptsprache haben, wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gewesen. Aber dadurch fehlt ein bisschen Charme von ihrer Persönlichkeit. Nun, wer sie kennt, weiß, wie charmant sie sein kann. Also das ist ein ganz besonderes Exponat, auf das ich ganz stolz bin, dass ich das hier zeigen kann, als Besonderheit zum Thema Zauberkunst in Frauenhänden, im wahrsten Sinne des Wortes wieder, in Frauenhänden. Und Juliana macht das wunderbar. Also die Kunststücke führt sie grandios vor. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. On either side, there's nothing. Let me pull it out, turn it around, nothing. Now what I'm going to do is take this yellow piece of paper, put it in the hole, gently push it in. Run a little magic fingers over the top, pull it out, and there, it's become a coin. Tenth magic act, it's Chinese linking rings. This magic was first invented by the Chinese over 1,000 years ago. Now, I will perform for you using four rings. I will link the rings together like a chain, and then separate them again. There are lots of patterns, so watch carefully and enjoy the performance. Each pattern the rings form usually have a different name. You can use your imagination to create suitable names for them. For example, here we have World of Two. Then as you put the rings together, and pull them apart, they become come and go. Add one ring and you may call it three generations.
With a little twist to the wrist, we've got bicycle competition. And then the big swing. When four rings are chained together, it becomes four in a family. And then when they're separated, it becomes two pairs of big earrings. And now, as I'll show you, it's not too difficult to separate them. There goes one. Watch closely now as I bring off number two. Did you see how it was done? Watch closely. Here comes number three. Gently falling off. And there you have it. The Chinese linking rings magic trick.